Hallo Leute, wir sind heute hier im Haggerty's in Bremen in unserem Lieblingspub und wir haben uns hier versammelt, um euch mal unsere Songs vorzustellen, die auf dem neuen Album Lautes Gedenken drauf sind. Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zum Track by Track, zum neuen Album Lautes Gedenken, das am 3.11. erscheint. Jetzt weiß ich das Datum auch. jetzt geht's um den Song Eintagsfliege. Das ist der letzte Song der Platte, Nummer 12. Und es ist ein sehr schöner Abschluss, wie ich finde. Es ist ordentlich Witz drin. Und Malte stellt sich die sehr interessante Frage, wie sein Leben denn so aussehen würde, wenn er eine Eintagsfliege wäre. Und da kann Malte wahrscheinlich viel mehr zu sagen. Ich verstehe übrigens, warum du durcheinander kommst, weil wir so viele Tracks auf der neuen Platte haben. Es ist Nummer 13. Wir haben einen Tune. Hast du gleich. Aber der war ja vorher, ne? Der war ja, genau auf der 11. Ja, okay, die 13 ist es. So. Ja, die wilde 13. Also es ist tatsächlich ein Experiment, der Track, ne? Also das war schon musikalisch. Stimmt, ja. Wir haben mal was ganz anders gemacht. So. Und das finde ich auch richtig geil, dass wir uns das getraut haben. So. Aber das war auch ziemlich einer der ersten Songs, die wir gemacht haben. Witzigerweise ist er jetzt als letzter auf der Platte vertreten. Es ist, war einer von den Texten, die vor der Produktion halt fertig waren und die halt an alle rausgingen. Und das war eigentlich auch eher so eine Witznummer, ne? Das werdet ihr auch hören. Irgendwie. Es geht halt darum, ja, was werde ich denn, wenn ich irgendwie wiedergeboren werde nach dem Tod als mehr oder weniger erfolgreicher Folksänger? Und da habe ich dann überlegt, eigentlich wäre das doch ganz schön, eine Eintagsfliege zu werden. Da muss ich mir nicht so viel Gedanken machen über das Gestern oder das Morgen. Und da hatte ich dann so einen Text fertig geschrieben und den habe ich dann verteilt an alle. Und dann kam Hannes, unser Produzent, mit einer Idee, die ein bisschen Fersengold untypisch ist, ins erste Bandcamp schon. Und hatte dann halt diesen Text mehr oder weniger vertont. Und so entstand dann halt, so entstand die Basis für das Lied Eintagsfliege. Reggae Folk. Reggae Folk, ja. Das ist tatsächlich Reggae, muss man nur sagen. Ja, aber es ist schon, also wenn ich jetzt Reggae hören würde, ja. als Endverbraucher, dann würde ich jetzt denken, irgendwie, das ist so ein, das wäre jetzt irgendwie so ein Offbeat-lastiger, ist es ja auch, aber jetzt, wisst ihr, was ich meine, irgendwie so eine Kifferhymne ist es vielleicht auch. Ich weiß nicht. Es hört sich nicht nach Bob Marley an. Nee, gar nicht. Nee, es hört sich nicht nach an. Also Reggae hat ja viele Facetten. Jason Mraz habe ich auch so gedacht, ja. So vom Style, so ein bisschen, ne? Das ist natürlich immer noch sehr fersengoldig, irgendwie sehr ehrlich und trotzdem so geblieben. Ich finde auch, also Reggae ist ja eher eigentlich so ein bisschen der Grundbeat, der da drunter liegt. Ne? Ich finde auch, wenn man den Begriff zum Beispiel als Beispiel mal jetzt Shanti benutzt, das kann ja auch von bis alles Mögliche sein. Und so ist es beim Reggae natürlich auch. Und das ist schon, finde ich, im Kern ein Fersengold-Track. Ja, voll. Ja, absolut. Ja. Der aber eben mal was anderes macht. Und ich glaube, das ist gerade für dich als Schlagzeuger auch mal cool, mal einen anderen Groove zu spielen, als das, genau, was wir sonst mal so machen. Genau. Also ich meine, 80% der Platte ist entweder four on the floor, also wirklich die Bassdrum geht ganz exakt immer gleichmäßig durch, dass alle auch schön tanzen können. und dann ist es schön, wenn man mal so ein bisschen grooven darf und so ein bisschen mehr Feeling auch. Das ist für mich einfach spannender zu trommeln, muss man ganz klar sagen. Ja, und das ist noch ganz witzig. Wir haben in diesem Song eine Stelle eingebaut, wo wir halt die Forever Young Melodie von Alphaville drin haben. Das passte nämlich sehr gut in den C-Partys, Lisa, also die dritte Strophe. Und das haben wir dann mal so raufgepfiffen und fanden das so witzig. Und war ja klar, wenn wir dann schon Zitat von anderen Bands, insbesondere wenn so ein berühmter Song ist wie Forever Young, einbauen, dann müssen wir natürlich da einmal nachfragen, ob wir überhaupt die Genehmigung bekommen. Und die haben wir dann auch bekommen. Also vielen lieben Dank nochmal von hier aus an Alphaville, dass wir so unkompliziert einfach eine der wundervollsten Melodien verwenden konnten, die es auf dieser Welt so gibt. Das ist voll abgefahren. Ich wusste gar nicht, dass Alphaville eine deutsche Band ist. Nee, das wusste ich auch nicht. Gar nicht auf dem Schirm. Und der Ansprechpartner von denen, der wohnt, glaube ich, in Hamburg oder so. Es war total abgefahren, wie das überhaupt zustande kam. Ne? Dass unser Manager dann losging und da rufe ich jetzt an. Und dann ruft er da an und dann klappt das einfach. Hat ein bisschen gedauert, aber es hat geklappt. Ja. Also man kann echt nur Danke sagen. Also es ist jetzt nicht selbstverständlich. Und nee, und alle von Alphaville haben jetzt unseren Song gehört. Das ist auch cool. Ja, wahrscheinlich. Mit was für Gefühlen auch immer. Wenn ich eine Eintagsfliege wäre, nehme ich das Leben nicht.
ich ne Eintagsfliege wär, nimm ich das Leben nicht. Also Leute, ihr wisst ja, eure Meinung ist uns sehr wichtig und die fließt auch immer wieder in die Produktion mit ein, die wir auch die nächsten Jahre haben werden. Und darum möchten wir euch bitten, schreibt doch einfach eure Fragen zu diesen Songs in die Kommentarspalten oder teilt uns einfach eure Meinung mit. Das würde uns freuen. Und wenn euch solche Videos interessieren und ihr ein bisschen Infos von uns haben wollt oder sehen wollt, was so auf Tour hinter den Kulissen passiert, dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Das kostet euch nichts, aber uns bringt es halt mega voran. Wir freuen uns über jeden von euch, der einmal auf Abonnieren und auf die Glocke klickt. Und dann gerne, wenn euch so ein Video gefällt, auch mal einen Daumen nach oben. Vielen Dank und ciao.